willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe mich gerade eben, wie man ein bisschen sieht, schon mal ein bisschen fertig gemacht. Ich habe meine Haare gemacht, ich war duschen, mich geschminkt. Und ja, Kobi kommt jetzt gleich von der Arbeit. Wir haben 10 vor 5. Und dann geht er ganz schnell duschen, dann macht er sich fertig, nur ganz schnell, ich bin ja noch fertig. Und dann fahren wir wohin, ich sage aber noch nicht wohin. Und da bin ich jetzt schon die ganze Zeit am Überlegen, was ich anziehen soll. Ich weiß es nicht, weil es ist arschkalt draußen. Wir haben, 7 Grad und es soll regnen. Mist. Deswegen überlege ich halt, eine Jacke anzuziehen, aber darunter auch einen dicken Pullover, aber ich weiß noch nicht, was für ein Pullover. Das ist schwierig. Naja, ich versuche jetzt mal, mich zu entscheiden und was rauszusuchen und dann zeige ich euch gleich meine Entscheidung und mein Outfit. Bloß ich hätte voll gerne einen grauen Pullover angezogen mit meiner Lederjacke, aber der graue Pullover ist in der Wäsche. Naja, ich gucke mal, was ich anziehe. Und dann zeige ich euch gleich mal ein Endergebnis. Oh. Guckt mal, Leute, hier steht immer noch so viel rum. Sie haben so Kartons jetzt, die vorher ja gefaltet waren, so wie die, jetzt zugemacht, weil da ja nichts drin gewesen ist. Und hier steht immer noch so viel rum. Ja, Leute. Ich bin jetzt auch da gerade von der Arbeit gekommen. Hast du schon erzählt, was wir heute machen? Nee, nee. Das machen wir ja nicht mehr, ne? Nein. Genau. Ja, hallo? Okay. Und das hier habe ich jetzt auf jeden Fall an. Anstatt ein grauer Pullover, einfach ein weißer. Egal. Darüber kommt gleich meine Lederjacke. So, auf jeden Fall schwarze Schuhe, schwarze Hose, weißes Oberteil. Yeah. Und dann fahren wir auch jetzt gleich. Kein Signal, alles klar. Auch jetzt gleich schon los. So, Leute, wir sind jetzt gerade schnell bei Backwerk. Ich habe mir einen warmen Kakao geholt und zwei Brötchen. Da. Und danach geht's los. Die wissen doch noch gar nicht, was los geht. Dann erzähl. Ihr wisst ja gar nicht, was losgeht, ne? Seid ihr im Moment schon wieder bei Daily? So, Leute, ne, alle zwei Tage, oder? Ja, alle zwei Tage, immer alle zwei Tage. Alle zwei Tage vloggen wir, Leute, für euch. Wir sind jetzt auf dem Konzert gewesen. Ja, war cool. Haben wir noch gar nicht erzählt, was und von wem und wieso und weswegen? Hast du noch gar nicht? Nein, hab ich noch nicht. Ich dachte, das hättest du gemacht, als wir bei Nee, nee, da hab ich. Nee, hab ich nicht. Da hat er gesagt, nee, hab ich noch nicht. Ja, sorry, wir wollten eigentlich was vloggen und das einblenden für euch, aber das. Wir haben dann doch nicht gevloggt. Ging dann doch nicht. Dann erzähl mal, wo wir gewesen sind. Ach so, genau, wir waren beim voll Kollegen dunkel von gerade, uns, schon jetzt. Von Dennis, sind wir eingeladen worden zum Konzert hier in Köln, hat genau. Er ist da aufgetreten, Subway ist da links. Ja. Und jetzt, ja, war gut, auf jeden Fall genau. Kommt das Konzert. Genau. Das wollte ich sagen, wir waren auf dem Konzert, war gut und jetzt haben wir alle Hunger außer der Hand. Und jetzt gehen wir bei Subway was essen. Ja. Und uns das Bäuchlein füllen. Gucci Gang. Lecker. Lass deinen Appetit freien Lauf. Oh, freien Wi-Fi. Ja, ich habe 15 Datenvolumen, ich brauche kein freies WLAN mehr. 15 Datenvolumen oder 15 Gigabyte? 15 Datenvolumen. 15 Datenvolumen. Ich habe nur ein Datenvolumen. Oh, dieser Geruch. Oh, Leute. Oh, das sieht nicht geöffnet aus. Doch, die haben auf. Okay, jetzt bestellen wir erstmal von Chris. So, hey, die Leute wissen schon, wie ich mein Sub esse, ne? Ja. Ansonsten schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es noch nicht wisst, weil das ist so special. Beim nächsten Vlog zeige ich euch das. Okay. So Leute, wir sitzen wieder im Auto und fahren jetzt ins Carpe Diem. Ein bisschen endlich mal abschalten. Wieder. Wir waren lange Zeit nicht mehr da. Bestimmt einen Monat. Länger nee, bestimmt. Zwei Wochen, drei Wochen. Nee. Doch. Nein. Oder? Nein. Lass mich noch kurz rechnen. Doch, drei Wochen. Da weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Uns ist gerade was aufgefallen. Wir hatten ja früher beim Vloggen immer dieses Song des Vlogs. Das haben wir ganz lange nicht mehr gemacht. Für die Leute, die vielleicht jetzt gerade neu auf unseren Kanal dazugekommen sind und jetzt gar nicht mehr wissen, was das ist. Das ist quasi, wir haben früher in jedem unserer Vlogs einen Song gezeigt, den wir heute hier zu hören oder seit ein paar Wochen hören, den wir feiern. Und ja, haben wir lange nicht mehr gemacht. Das machen wir jetzt nochmal. Also, Babe, mach einen DJ. Schlag auf, DJ. Leg die Platte auf und DJ. Nein, das war beat, nicht. Beat him up. DJ. Der Bowser. Auf dem Kiez. Auf dem Kiez mit 300 Promille. Bowser Manie. Ja, ja. Auf dem Kiez mit einer Tasche voll Gummis, dann baue ich so Schniebe. Der Stand überlassen, aus solchen Tropfen zu machen. Aber wenn du willst, dann lass ich es regnen. Hol die Gummis vom Gürtel, werf die Gummis zum Himmel. Yes, yes. Das ist der Song des Vlogs gewesen, Leute. Ja, Mann. Bowser aus seinem Album Drei Farbenhaus mit Tropfen.
sehr cooles Lied auf jeden Fall. Richtig killer Song auf jeden Fall. Yeah. Ja, und jetzt machen wir uns erstmal auf ins Weg. Auf ins Weg. Auf ins Weg. Dankeschön. Ja. Auf wahrscheinlich ins Kap Diem. Und da es jetzt hier so hell ist, mache ich jetzt hier das Licht aus. Und wenn wir gleich wieder aus dem Tunnel raus sind, seid ihr weg, weil dann wird es dunkel. Okay. Okay. Noch ist es hell. Noch sind wir im Tunnel. Wir fahren mal schnell am Hans vorbei. Okay. Tschüss. 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 Und jetzt ist es dunkel. Oh. Ah, wir sind noch da. Okay, jetzt einmal tschüss. Bis gleich. So. Hi, Leute. Sekunde. Hi, Leute. Ich melde mich dann jetzt auch mal hier direkt live. Ja. Wir sind gerade ein alter Opa. Oh, hallo. Der Chuck wird richtig alt. Warum? Ja, weil ich die ganze Zeit so, hallo. Und der guckt die ganze Zeit so her, wo kommt die Stimme her und rennt in die Richtung, obwohl ich hier bin. Jetzt aber gut, oder? Oh. Guck mal, wie er immer guckt, wenn man was sagt. Süßer kleiner Mann. Hallo. Ja, wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen, waren ja im Carpe Diem und werden jetzt immer noch nicht schlafen gehen, weil Mone schneidet noch ihr Video. Yes, yes. Und ich muss noch ein bisschen was erledigen, werde dann aber gleich mir auch noch ein bisschen Entspannung gönnen, was zocken. Kein Aldi-Prospekt drin? Nee, kein Aldi-Prospekt drin. Übrigens, Leute, werdet ihr auch bald in dem Vlog sehen. Ich habe Mone jetzt extra... Bald? Verboten. Ja, ich habe ihr verboten, wenn man das so nennen kann. Nein, ich habe ihr das verboten. Verboten. Nein, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe ihr quasi verboten, das Aldi-Prospekt sich anzugucken. Und ich liebe das Aldi-Prospekt. Weil ich ihr, ja, bei Aldi was holen möchte, was noch geheim ist, was eine kleine Überraschung für und sie ist. Und ich glaube, sie wird sich freuen. Nächste Woche Montag. Kriege ich das? Ja, da werden wir auch vloggen und dann werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Oh, cool. Ich freue mich. So schnell schon? Ja. Ah, krass. Wird auf jeden Fall eine... Wie kostet das Pasta für eine Packung zum Klopapier? Das ja, ja. Eine Packung Klopapier im Angebot für nur 99 Cent. Nein. Oh, wow. Nein, das ist schon was Cooles. Ich würde dir das nicht umsonst... Ja, boah, das hört sich zu doof an. Ich würde dir nicht umsonst das verbieten. Das hört sich so gemein an. Ja. So, ich verbiete dir irgendwas. Oh. Nein, aber ja, auf jeden Fall darfst du da jetzt nicht reingucken. Ich habe hier gerade die Zeitung bei uns in der Nähe überprüft, ob da das Aldi-Prospekt drin ist. Boah, ist das hell. Ist es aber nicht, deswegen alles gut. Die Paula mit der Kuh habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Ich auch nicht. Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ich schon mal diesen Dr. Oetker Paula Pudding gegessen habe. Der war ja immer in der Werbung früher. Die Paula, die macht Mu. Die Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mu. Die hat einen Pudding, der hat Flecken, die kannst du löffeln und auch schlecken. Eigentlich im Kabel war nie drin, aber. Ja, Mann. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. So, warte, ich zieh mal ganz kurz meine Jacke aus. Ich stelle euch mal kurz hier hin. Sekunde. So. Nein, auf jeden Fall war heute ein cooler Tag, das Konzert war cool. Ich hätte ein bisschen vloggen wollen, aber ich habe es ganz vergessen. Deswegen ist aber auch nicht tragisch. Wir sind im... Boah, ich mache mal das Licht hier an, Leute. Wir sind nächsten Monat nochmal eingeladen. Nee, nicht nächsten Monat. Nee, Quatsch. Am nächsten Monat beginnt der Vorverkauf. Wir sind in 2 Monaten nochmal eingeladen da zum Konzert. Aber dann ein richtiges Konzert, richtig krass in der Halle und so. Also, Ich denke, das wird noch ein bisschen cooler. Das werden wir dann auf jeden Fall vloggen. Grüße gehen aber schon mal raus an die Jungs. Danke nochmal für die Einladung, Dennis und Zephyr. Und Grüße gehen auch an Jan und alle anderen. Ihr wisst Bescheid. Was ist los? Hier, diese Cheese Strings habe ich auch noch nie gegessen. Da unten die. Boah, ja. Die hat Nico Kashi. Die kann man immer so abziehen. Das fand ich so cool in der Werbung immer. Hol die doch einfach mal zum Testen. Nee, die Zuschauer wollen jetzt erstmal mich sehen. Nein, haben sie mir gerade mit einem Like gezeigt? Ja, bei mir haben sie privat geschrieben, nee, war ein Spaß, wir wollten nur verarschen. Okay. Was ich sagen wollte, das habe ich vergessen. Nein, Leute, gebt auf jeden Fall mal ein Like dafür. Würde ich mich wirklich mal wieder freuen, wenn euch die letzten Vlogs, seitdem wir so alle 2 Tage vloggen, wenn euch das gefällt, gebt mal jetzt bitte einfach einen Daumen nach oben. Sprengt mal richtig den Daumen nach oben, sprengt mal die Likes, das würde mich sehr, sehr freuen. Einfach mal zeigen, hey, wir sind die Kobix Mona Army, bam. Richtig, boom. Daumen nach oben, boom, bam, bam. So richtig, dass es bammt. Was ich auf jeden Fall gerade eben sagen wollte, Schatz, ich hätte voll gerne zu Weihnachten einen Weihnachtsstern. Was ist ein Weihnachtsstern? Diese Blume, die rote. Ah ja, kriegen wir bestimmt hin. Voll das geile Fell. Wir haben jetzt nämlich
Übrigens mal so viel dazu. Wir haben ja jetzt, wenn ihr euch den Kalender anguckt, wir vloggen zwar quasi jetzt immer montags, mittwochs, freitags und samstags und ihr seht die Vlogs dann immer dienstags, donnerstags, samstags und sonntags. Ist eigentlich, glaube ich, so perfekt. Das ist nicht jeden Tag, aber... Nenne ich einen ausgefuchsten Plan. Ja, das ist so, dass wir so... Das ist eigentlich quasi das Maximum, was wir rausholen könnten. Sonst wäre es fast wie schon wieder Daily-Content. Und das wäre zu heavy und das wäre auch nicht gut für euch, habt ihr ja damals auch gesagt. Und wenn man jetzt zurück überlegt, als wir damit angefangen haben, das war ungefähr vor 3 Wochen, seitdem, ihr seid super dabei. Dankeschön auch nochmal raus an euch hier an der Stelle. Super, super, super nett. Danke, danke, danke. Super freundlich von euch. Ihr wisst Bescheid. Kobe X Mone Arme. Oh Gott, warum sage ich heute Arme immer? Kobe X Mone Army. Hashtag Family First. Ihr wisst Bescheid. Kobe X Mone Arme. Seid übrigens gespannt. Es geht bald Schwarz, los okay. mit neuem Zeug. Und zwar diesmal richtig Premium. Auch von den Motiven ganz anders. Wir haben ja beim ersten Mal gesagt, hey, wir wollen was Schlichtes. Und jetzt kommt richtig, bam, dieses Wow-Effekt. Wird auf jeden Fall da sein, Leute. Und worauf ihr euch auch noch freuen könnt, ist, Schatzi, gib mir mal dein Handy. Ich nehme nur dieses Handy und ich mache so. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, was ich jetzt damit meine. Ich war gerade selber so, was meinst du? Jetzt kriege ich eine Überraschung. Jetzt würde ich fast sagen, wir hören auf zu bloggen. Ja, das aber ich wollte noch ganz kurz eine Sache fragen. Jawohl. Ich bin jetzt gerade am Durchblättern. Und zwar habe ich eine Frage an euch, Leute. Ihr müsst mir helfen. Kennt ihr, es gibt ja immer in Supermärkten die Originalsache jetzt von irgendeiner Marke und dazu ja eigentlich immer noch ein Fake-Produkt, ne? Kennt ihr da draußen ein Fake-Produkt, von Tillmanns Toasties. Da seht ihr die, welche ich meine. Hier. Ja, die hier. Das sind ja diese Dinger, die du in den Toaster steckst, diese Fleischdinger. Wie so ein Schnitzel quasi im Toaster und dann ist es fertig. Aber das kostet 2,99 Euro für so dumme Toastschnitzel. Das finde ich so unfassbar viel Geld. Und ich habe die noch nie gekauft. Die hat früher mal meine Mama gekauft. Und würde die so gerne mal wieder essen. Klar kann man sich das mal, aber ich würde die gerne so einfach öfters mal kaufen. So. 290, das ist so voll. Gibt es da vielleicht eine Alternative? Habe ich noch nie gesehen, aber vielleicht kann ja draußen jemand von euch das. Vielleicht kennt ihr da irgendwas in irgendeinem Laden. Eine Schreibt doch eine Alternative. Schreibt den Laden dann dazu und dann am besten halt, wie das dann heißt. Das wäre sehr, sehr freundlich von euch. Ja. Genau. Jetzt sind so. Wir auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns quasi für euch in 2 Tagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ja. Ihr wisst, ihr könnt den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und lasst einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar. Würden uns wie immer freuen. Ja. Ihr wisst, wir lesen ja alle Kommentare. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Im nächsten Vlog. Im nächsten Vlog. Ja, Muschli. Bis dahin. Ciao. Ciao.